Jokic versöhnt sich mit Suns-Owner. Nach dem Zwischenfall zwischen Nikola Jokic und Suns-Owner Matt Ishbia haben sich beide Seiten wieder versöhnlich gezeigt. Nachdem Jokic den Besitzer der Phoenix Suns in Game 4 mit dem Ellenbogen weggestoßen hatte, gab es wilde Diskussionen über den Zwischenfall. Sogar Gerüchte einer möglichen Sperre von Jokic machten die Runde, diese bewahrheiteten sich allerdings nicht. Vor Game 5 ging Jokic nun auf Ishbia zu und warf ihm einen Ball zu, danach umarmten sich die beiden. Die NBA gab mittlerweile bekannt, dass Jokic eine Strafe von $25.000 zahlen muss. Damit ist der Vorfall nun für alle Beteiligten offensichtlich abgehakt. NBA veröffentlicht All-Defensive Teams. Die NBA hat die zwei All-Defensive Teams der Regular Season bekannt gegeben. In diesen beiden Mannschaften werden jährlich die besten Verteidiger der Saison gewählt. Während es mit Jrue Holiday und Brook Lopez, zwei Akteure der Milwaukee Bucks, in das erste Team schafften, sind die zwei Erzfeinde Dylan Brooks und Draymond Green in der zweiten Mannschaft vertreten. Das Bucks-Duo wird von Jaren Jackson Jr., Evan Mobley und Alex Caruso unterstützt. Jackson Jr. ist gleichzeitig auch der Spieler, der die meisten Punkte von Journalisten und Experten bekam. 195 Zähler sammelte der 24-Jährige, drei mehr als Lopez. Team 2 wird von Bam Adebayo, OG Anunoby und Derek White komplettiert. Für Diskussionen sorgte unter anderem die Nichtberücksichtigung von Nick Claxton sowie Lou Dort und Giannis Antetokounmpo. Claxton war der zweitbeste Blocker der NBA und war Anker der Defense in Brooklyn, wohingegen Dort und Giannis zu den besten Flügelverteidigern der Liga gehören. USC Trojans verpflichten Sohn von Rodman. DJ Rodman, Sohn von NBA-Legende Dennis Rodman, wechselt zur kommenden Saison von der Washington State University zu den USC Trojans. Dort wird der 22-Jährige sein letztes College-Jahr absolvieren. An der USC wird der junge Small Forward mit Bronny James zusammenspielen, der sich vor wenigen Tagen ebenfalls für die University of Southern California entschied. Rodman legte in der abgelaufenen Saison 9,6 Punkte und 5,8 Rebounds auf und traf dabei 38,1% von Downtown. Die Trojans sind schon jetzt eines der vielversprechendsten Teams für die kommende College-Saison, da neben Bronny und Rodman auch 5-Sterne-Rekrut Aaron Bradshaw mit einem Wechsel zu USC in Verbindung gebracht wird. Hinzu kommen die Starter aus der letzten Saison, Boogie Ellis, Kobe Johnson und Joshua Morgan. Ellis war der beste Scorer des Teams der vergangenen Saison, während Johnson und Morgan beide in das All-Defensive Team der Pac-12 Conference gewählt worden sind.